Herr Brinkwolf hat uns vorgelegt eine freiwillige Ehrenerklärung mit Unterschrift und mehr auch nicht. Es ist alles per E-Mail an Herrn Kalt geschickt worden, die Tage noch und auch von der ersten Runde. Ich alles vor. Ja, okay, also mir liegt hier leider nur die Ehrenerklärung vor. Ich werde das nachher nochmal prüfen. Ich kann Ihnen also insbesondere nichts zu Führungszeugnissen und Ähnlichem sagen. Ich werde das aber nochmal von durch die Technik jetzt prüfen lassen. Und noch ein Hinweis, da steht im Moment LFA 6, der ist umbenannt worden in LFA 5, Bauen, Wohnen und Verkehr. Alles klar. Nur als Redaktion oder Hinweis. Gut, dann auch für Sie 7 Minuten Vorstellungszeit. Nach 6,5 kriegen Sie ein Zeichen. Viel Erfolg. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Johannes Brinkwolf. Ich bin 52 Jahre alt, komme hier aus Reda-Wiedenbrück, verheiratet, habe eine Tochter. Ich bin von der Ausbildung her Wirtschaftsinformatiker und arbeite bei einem Hersteller für Heimtier-Snackartikel. Das ist sowas wie Hundeschokolade. Mitglied der AfD bin ich seit Juni 2013 und auch seitdem stellvertretender Sprecher im Kreisverband Gütersloh. Ich bin für den Kreisverband Gütersloh im Kreistag Gütersloh vertreten. Und für Sie im Landesverband bin ich der verkehrspolitische Sprecher für Verkehr. Da geht es um Infrastruktur. Ferner bin ich Sprecher im Landesfachausschuss Nummer 5, Bauen, Wohnen und Verkehr. Bereits am 6. Mai diesen Jahres wurde ich zum Direktkandidaten im Wahlkreis 96 Gütersloh 3 gewählt, mit 100% der Stimmen, und war damit auch der erste Direktkandidat im Landesverband. Meine Damen und Herren, Sigmar Gabriel, diese Vereinigung von Oliver Hardy und Stan Laurel in der Politik, nannte uns das deutsche Volk PAK. Ich bewerbe mich bei Ihnen und stehe für PAK. P wie patriotische Alternative, A wie Anstand und Umgang mit Mitmenschen, C für christliche Grundwerte, K wie Konservatismus. Dennoch stehe ich für die Familie als Grundlage der Gesellschaft, für eine starke spürbare innere Sicherheit, für ein bundesweit einheitliches, vernünftiges Bildungssystem ohne Inklusion. Ich bin strikt gegen solche Begriffe wie Political Correctness, Massenmigration oder Gender Mainstream und gegen jede Art von Frühsexualisierung. Es widert mich regelrecht an, wenn ich sehe, was diese Kreise dort leisten. Ich stehe ferner für die sofortige Rückführung von Zuwanderern und abgelehnten Asylbewerbern, für eine gute, intakte Infrastruktur von Verkehrswegen, Schulen, Universitäten und Datennetzen. Ferner stehe ich für Subsidiarität und direkte Demokratie. Und jetzt in Nordrhein-Westfalen ist mir das besonders wichtig für die sofortige Beendigung der Russland-Sanktionen. Das schadet unseren Unternehmen, während andere verdienen. Unser NRW wird momentan systematisch von Rot-Grün vor die Wand gefahren. Und diese fürchterliche CDU hilft dabei auch noch. Die Infrastruktur ist von jeher mein Sach- und Fachgebiet. Mobilität schafft in erster Linie Lebensqualität, meine Damen und Herren. NRW hat 13.000 Kilometer Landstraßen. Davon ist die Hälfte in einem desolaten Zustand, inklusive der Brücken. Die Eisenbahnen sehen genauso aus. Kreis- und Gemeindestraßen sehen so aus. Hier müssen wir massiv gegensteuern. Bundesweit beträgt der Schaden durch Stau 25 Milliarden Euro. NRW ist auch dank Rot-Grün Stauland Nummer 1. Da sind wir gar nicht stolz drauf, Hannelore. Die Massen an osteuropäischen Lastwagen, die unsere Autobahn verstopfen, kann man mit innovativen, kranlosen Verlademöglichkeiten ruckzuck auf die Bahn bekommen. In Frankreich und Schweden gibt es drehbare Taschenwaggons, bei denen kann man gesamte Züge in 30 Minuten ent- und wieder beladen. Ebenfalls müssen die Bahnen wieder pünktlich sein, so wie früher. Verkehr und Infrastruktur ist ein elementar wichtiges Thema für uns im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und ich bin Mitglied im Kreistag Gütersloh, habe ich eben gesagt. Und ich kann hier sogar Erfolge vorweisen. So ist es mir gelungen, im Haushalt 2016 die Mittel für den Kreisstraßenerhalt um sagenhafte 42% zu erhöhen. Dreh- und Angelpaar nordrhein-westfälischer Politik ist der sogenannte Landesentwicklungsplan, kurz LEP. Er regelt Siedlungsräume, Flächenvorsorge, Bauland, Wirtschaft, Bodenschätze und so weiter. Also im Prinzip alles, womit Rot-Grün uns so drangsaliert. Der LEP wird missbraucht, um ideologische rot-grüne Ziele unter Umgehung des Subsidiaritätsprinzips und auf Kosten der Kommunen und Kreise und vor allem der Menschen durchzusetzen.
Ich habe beim letzten Landesparteitag in Werl den Antrag gestellt, diesen LEP ersatzlos zu streichen. Dieses wurde von Ihnen allen mit großer Mehrheit angenommen. Stattdessen sollen alternative Entwicklungspläne auf Ebene der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe erstellt werden, unter Einbeziehung der Kreise und kreisfreien Städte. Ich halte dies für Nordrhein-Westfalen, für elementar wichtig und bitte auch weiterhin um Ihre Unterstützung, wenn wir rot-grünen Politmüll in der Mülltonne der Zeitgeschichte versenken. Hannelore braucht hier die volle Breitseite. Und ferner möchte ich noch das Thema prekäre Arbeitsverhältnisse ansprechen. Mittlerweile haben wir bundesweit 6 Millionen Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Diese sitzen in einem Hamsterrad, aus dem sie nicht herauskommen. Täglich grüßt das Murmeltier. Wenn wir als Alternative für Deutschland eine Alternative für Deutschland sein wollen, dann müssen wir uns dieses Thema auch wirklich annehmen. Und das gehört ganz oben auf die Tagesordnung. Diese Menschen wurden vom Establishment verraten, verkauft und verarscht. Wir brauchen Leute mit Rückgrat, die Mut haben, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Ich kann Ihnen zusagen, ich werde das im Landtag machen, ich mache das im Kreistag auch. Und unser Land muss für zukünftige Generationen lebenswert bleiben. NRW hat im Moment eine große Kraft mit wenig Intelligenz. Deshalb, Kraft muss weg. Wir schaffen das. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Stimme. Und ich kann Ihnen zusagen, dass ich meine ganze Kraft dafür einsetzen werde, die andere Kraft politisch zu entsorgen. Und früher, als wir klein waren, da waren mir dick und doof die Liebsten. Aber Sigmar Gabriel, den werden wir auch noch gemeinsam entsorgen. Sie kennen die Filmszene, wo Angela Merkel die Deutschlandfahne entsorgt. Ich stelle sie hiermit wieder auf. Make Deutschland great again. Dankeschön. Versammlung. Es liegt des Weiteren vor vom Kandidaten die freiwillige Ehrenerklärung. Es liegt eine saubere Schufa vor. Es liegt die Erklärung nach § 19 der Bundessatzung vor. Und es liegt ein Führungszeugnis vom 17.8. vor, das keinerlei Einträge enthält. Und es liegt vor die Zustimmungserklärung zur Aufnahme auf die Landesliste an Eidesstadt. So, dann schreiten wir denn. Ich sehe schon, Sie haben Aufstellung genommen. Genau, die Beitragspflicht ist auch von beiden erfüllt, hat gerade der Kollege gesagt. So, und jetzt kommen wir zu den Fragen. Ich fange. Moment, Herr Meng. Löschen, dann fangen wir dort an. 30 Sekunden Zeit für Ihre Frage, bitte schön. Ja, Sie stellen uns nächste Tiere her. Würden Sie in Nordrhein-Westfalen den Tierschutz etwas verbessern und unterstützen? Also das ist ein sehr interessantes Thema, das würde ich natürlich tun, weil gerade Tiere sind mir sehr, liegen mir sehr am Herzen. Und wenn ich sehe, was teilweise auch in der Schweine- oder Geflügelmasse abläuft, das sind wirklich Dinge, da kann man erheblich besser werden. Müssen wir mal gemeinsam in dem zuständigen Landesfachausschuss drüber reden. Dankeschön. Danke, dann geht es dort weiter. Bitte, nächste Frage. Rainer Holfe, Kreisverband Duisburg. Da die Straßen- und Brückenbauprojekte, ich komme aus Duisburg und bekannte Stauregion, Jahrzehnte dauern, müsste man vielleicht den öffentlichen Nahverkehr optimieren, um die Dauer der Staus zu... Kommen Sie zur Frage, bitte. Ja, öffentlicher Nahverkehr, was haben Sie da für Konzepte? Danke. Da arbeiten wir im Landesfachausschuss ganz intensiv dran. Das Interessante ist ja, dass gerade Rot-Grün sich die Eisenbahn immer sehr aufs Butterbrot schmiert. Nur 40% der Eisenbahnbrücken sind beispielsweise in einem desolaten Zustand, in der Bewertungsstufe 4 und 5. Also wir haben vor Bielefeld zwei Brücken, die kurz vorm Einsturz stehen, wo ICEs drüber fahren, aber im Nahverkehr liegt ein immenses Handlungspotenzial. Aber auch die Straßen sind ja desolat. Wir haben alleine bei den Land- und Kreisstraßen ja, ohne zu übertreiben, einen Investitionsbedarf von 3 Milliarden Euro pro Jahr. Das kann ich hier nur noch schon mal anmerken, auch was auf uns zukommen wird. Das ist immens teuer. Die Straßen sind seit 40 Jahren nicht gepflegt. Der Untergrund ist zerstört. Das ist einfach sauteuer, um es nur platt auszudrücken. Danke. Dann bitte die nächste Frage laut. Herr Kosak, Kreisverband Recklinghausen. Die, die gestern schon zugehört haben, ich bin Kraftfahrer, ich fahre 40 Tonnen. Sie haben ja gesagt, mit den osteuropäischen Fahrern, was halten Sie von den Busfahrern, sag ich mal, die dürfen mit 100 Mann Besatzung 100 fahren, schneiden LKWs in Baustellen, nehmen uns die Vorfahrt etc.
Was würden Sie dagegen unternehmen? Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Gerade diese Geschwindigkeitsdifferenz von Omnibussen zu Lastwagen, 80 zu 100, verursacht ja ständige Überholvorgänge, weil die Omnibusse einscheren, wieder rauskommen und so weiter. Das verursacht ja auch wieder für die nachfolgenden PKWs entsprechendes Abbremsen und dadurch den sogenannten Stau, teilweise so Stau aus dem Nichts. Also ich empfehle jetzt einfach mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 einheitlich für Lastwagen und Omnibussen auf den Autobahnen. Das würde einfach viele Überholvorgänge deutlich reduzieren. Danke sehr. Dann dort bitte wieder. Marquardt, Bochum. Und ganz kurz, etwas mehr Ruhe, weil wir können halt die Frage fast hier vorne nicht verstehen. Etwas ruhiger im Saal. Bitte nochmal. Ihr Kernthema ist Infrastruktur. Wie stehen Sie zum Thema Neuverschuldung, um Investitionsrückstau aufzuholen? Ja, Nordrhein oder überhaupt der Bund nimmt ja ungefähr 65 Milliarden Euro aus dem Verkehr ein und ungefähr gute 20, 25 Milliarden werden reinvestiert. Also da ist ein immenses Potenzial. Ich könnte mir eine Infrastrukturfinanzierungsgesellschaft vorstellen, aber im Eigentum des Bundes für die Bundesfernstraßen. Ich bin, oder unser LFA ist ja gegen ÖPP-Projekte und da stehen wir auch, weil ÖPP langfristig eigentlich eher teurer ist als öffentliche Investitionen. Der Staat hat gute Ingenieure, wir müssen sie nur tun lassen. Es gibt ja heute Beamte in den Planungsämtern, die haben wirklich 40 Jahre geplant und geplant und geplant, aber es wird ja nichts realisiert in Nordrhein-Westfalen. Wir haben einen immensen Investitionsstau. Es werden gigantische Millionen- und Milliardenbeträge aus Bundesmitteln nicht abgerufen, weil Nordrhein-Westfalen nicht planungsfähig ist. Da müssen wir ganz erheblich den Hebel ansetzen. Also, letzte Frage hier, bitte schön. Ja, Volker Gönger, Kreishauptmann Herford. Ich bin als Außendienstler fast täglich im Stauland Nummer 1 unterwegs. Und mich würde interessieren, was würden Sie ad hoc verbessern? Ja, da gibt es ja ganz viele Ansatzpunkte. Also wir sind aktuell dabei, ich habe diverse Schriftwerke jetzt im LFA und auch im BFA. Die Autobahnkreuze werden beispielsweise in Deutschland viel in sogenannten Kleeblättern gebaut. Es gibt aber auch Malteserkreuze und sogenannte Turbinen. Die Turbinen werden mehr in England und in Nordamerika gebaut. Die heutigen Kleeblätter haben den Nachteil, dass man eben im 270-Grad-Winkel langsam um die Ecke fahren muss, während man die anderen Varianten mit relativ normaler Geschwindigkeit befahren kann. Das verringert die Verweildauer in Autobahnkreuzen erheblich. Wenn ich jetzt an die Kreuzung A1, A3 denke, das Westhofener Kreuz, wenn ich jetzt Landesminister für Verkehr wäre, ich würde die sofort abreißen und umbauen. Danke sehr. Ich bedanke mich recht herzlich für die Vorstellung des Kandidaten Denkrolf.